Hi, Mülheim sucht Talente und genau das ist eure Chance. Ihr seid zwischen 6 und 18 Jahre alt, wollt zeigen, was ihr drauf habt, dann ist das die Gelegenheit. Mein Name ist Memo, ich habe meinen Kumpel hier mit mir. Ich bin's, was und wie. Wenn ihr Talente habt wie singen, tanzen oder sogar rappen, dann kommt zu den offenen Castings vorbei. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst 3 Leute überzeugen und die zeigen wir euch heute exklusiv. Die sind hier nämlich im Fotostudio. Lasst sich schon mal knipsen. Wir gehen. Ja, sehen, und dann geht's ist der Fototermin schon total in Gang, deswegen wollen wir auch gar nicht weiter stören. Und nochmal, jawohl. Aber keine Sorge, wir holen die Schule gleich ins Boot. Jawohl. Nochmal für die Talente, das schönste Lächeln hätte ich gerne. Jawohl. Sehr gut. Daumen hoch, jawohl. Für die Talente, jawohl. Und Daumen hoch. Ich habe mir hier für euch den Marese aus der Jury geschnappt. Wohl bemerkt das Herzstück der Jury als einzige Frau. Erzähl ein wenig von dir, wir wollen dich kennenlernen. Ganz kurz. Ja, hallo, ich bin die Marese und ich habe ein Tanzstudio in Mülheim und bin jetzt ganz gespannt auf die Tänzer und die Sänger, die vorbeikommen. Das heißt, als Tänzerin wirst du wahrscheinlich einen Fokus auf Tanzschritte und Choreografien legen. Liege ich da richtig? Ja, genau, dafür bin ich quasi zuständig. Mein Name ist Marese Höhl, ich bin staatlich geprüfte Tanzpädagogin und habe ein Tanzstudio in Mülheim an der Ruhr. Ich stand auch schon selber auf großen Bühnen mit Robbie Williams und Helge Schneider zusammen. Und freue mich einfach darauf, jetzt neue Talente zu entdecken. Wie sollen die offenen Castings stattfinden? Es sollen ja 4 in der Zahl sein, richtig? Ganz genau. Und die 4 Castings werden an 2 Orten ausgetragen. Einmal in der Union in Stierum und einmal bei mir im Tanzstudio Tanzvision in der Stadtmitte. Das sind dann die 4 offenen Castings. Das ist im Prinzip das Intro und danach genau. Geht es weiter wohin? Also es können alle Leute, die wollen, gerne zu den Castings kommen. Das ist also komplett offen. Wir wissen also selber nicht, was passiert. Ja. Und die Halbfinals und das Finale werden dann ebenfalls in der Union auf der Bühne vor Publikum stattfinden. Sehr schön. Dazu kriegen wir gleich noch mehr Infos. Vielen Dank. Gerne. Ich habe mich für euch jetzt mal in Daniels Pause den Daniel geschnappt. Ich hoffe, du verzeihst, aber wir wollen jetzt mal 2, 3 Sachen von dir hören. Kein Problem. Du warst kürzlich noch selber auf der Bühne. Was nimmst du von der großen, von der größten Bühne Deutschlands mit für dieses Casting? Ja, also ich habe beim Casting gelernt, immer ich selbst zu bleiben. Und das erwarte ich auch von den Kandidaten, dass sie was Eigenes mitbringen. Und mich dann halt damit überzeugen. Ja, ich kümmere mich ganz besonders um die Rapper auch. Die okay. Rapper und die Beatboxer, die haben wir ganz vergessen, die sind ja auch mit dabei. Also, für euch da draußen, eigene Sachen machen, Rap, Hip-Hop, alles ist erlaubt. Das stimmt wohl. Daniel Jugatas bei Mülheims Talente. Ich stand auf allen großen Bühnen in Deutschland, wurde von Deutschlands besten Juroren beurteilt und jetzt drehe ich den Spieß um. Ich freue mich auf alle Talente, ganz besonders auf die Rapper und auf die Beatboxer und bin immer offen für Neues. Bis zum Finale haben wir jetzt einiges gehört, wie das Ganze funktionieren und ablaufen soll. Wie genau soll das Finale stattfinden? Was passiert da? Wie kann gevotet werden? Das ist eine gute Frage. Und zwar, das Halbfinale findet vor Publikum statt. Da suchen wir die besten 10 quasi raus und stellen diese Videos von dem Halbfinale dann ins Netz. Und dann ziehen wir uns ein bisschen zurück und das Publikum bzw. die ganzen Zuschauer draußen im Internet dürfen dann entscheiden, wer gewinnt. Also ein Voting-Verfahren quasi. Es gibt, zu verstehen, es gibt ein Internet-Voting. Ja, richtig, genau. Super. Ja, das ist auch, da muss die Jury nicht entscheiden, wir müssen uns nicht den Kopf machen, ne, wer jetzt halt gewinnen muss. Wir lassen das so ein bisschen offen und dann kann Mülheim halt selber entscheiden, wer der Gewinner von Mülheims Talent ist. Ich bin Wolfgang Töhne, ich habe 40 Jahre lang als Gesangsprofi gearbeitet, unterrichte seit vielen Jahren Gesang. Und ich stelle mir vor, dass in der Sparte Gesang viele Talente durch Mut und Fleiß weiterkommen können, aber sie müssen erstmal den Ehrgeiz haben, zu wissen, ich möchte an dem Casting überhaupt teilnehmen. Okay, also wir machen hier gleich das Fotoshooting zusammen, ja. Von jedem Jury. Ich mogel mich jetzt mal dazwischen und das ist Wolfgang, das dritte Jurymitglied und den schnappe ich mir jetzt einmal für euch. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, natürlich. Wolfgang, du bist ja. Das dritte Jurymitglied. Ja. Und ich habe auch schon mir sagen lassen, dass du das härtere Urteil hast von den dreien. Ist würde das so? Nein, würde ich so nicht sagen. Ich bin ja als ehemaliger Berufssänger und Gesangslehrer bin ich für die Musik oder für das Singen zuständig. Aber mein Motto ist ja, singen kann jeder. Okay. Ob gut oder schlecht ist Geschmackssache.
Und ich bin einfach nur dazu da, um zu sehen und zu hören, ob die Talente weiterkommen können. Und das Ziel ist ja, besser zu sein. Das möchte ja jeder. Immer nur das Beste vor Augen haben. Das heißt, mit deinem starken und harten Urteil möchtest du die Jugendlichen pushen, fördern oder auch ehrlich sagen, was sie tun oder nicht tun sollen? Beides, beides. Sie sollen auch wissen, wo es lang geht. Sie sollen wissen, ob sie das Potenzial haben, weiterzukommen. Das muss man ihnen ehrlich sagen. Und ehrlich ist oberstes Prinzip. Und dann werden wir sehen. Und wir werden natürlich auch freundlichst begleiten. Immer. Immer ein hartes Urteil parat. Ich bin gespannt. Wir freuen uns auf euch! Das war's auch schon. Das waren die Bilder Backstage hier in Mülheim. Ja, so also alle Sänger, Tänzer, aber auch Rapper oder Beatboxer, seid in den offenen Castings dabei. Verpasst nicht diese Chance, kommt her, macht mit. Die Termine findet ihr und seht ihr am Ende dieses Videos. Bis bald, wir sehen uns. So Leute, das ist die große Bühne, wo das große Halbfinale stattfinden wird. Wenn ihr auch dabei sein wollt, kommt einfach zu den offenen Castings.